Die Zunge. Als Sprungbrett tongewordener Gedanken. Ihr Ziel? Die Außenwelt. Das Ohr eines anderen. Wir geben preis, was wir verschwiegen haben. Es schwingt auf gleicher Frequenz eine Botschaft zu dir aus meinem Mund. Dann schwingst du ebenfalls. Und doch ist es mehr als wirbelnde Luft, das, was wir Sprache nennen. Ich bin die Sprache und möchte alles in Worte fassen. Bin euch zu Diensten, damit ihr einander verstehen könnt. Bin ein Werkzeug, mit dem man sich so manches Schmuckstück schmieden kann, um es einander zu geben. Meine Worte sind silbrig, doch alleine schwach, denn erst im Satz vermag das Einzelne sein wahres Ich zu offenbaren. Ein jeder Sprecher gibt dem Wort ein neues Ich. Und so erlangte ich Unendlichkeit. Meine Worte sind unschuldige Geschöpfe, die ihr euch zu eigen macht, die ihr benutzt, ohne zu fragen, ob sie euch dienen wollen. Nutzt sie für liebevolle Phrasen, für freundliche Begrüßung, für Gedicht. Entfaltet sie und gebt so jedem viele Persönlichkeiten. Macht sie zum Feuerwerk. Doch drohe ich euch, wenn ihr nur eines meiner Worte zum Täter macht, indem ihr sie missbraucht für eure Interessen. Listig seid ihr, wenn sie für euch ein ganzes Volk verblenden und dabei das Gute hintergehen, anstatt Verständigung zu bringen. Dafür sind meine Worte nicht gemacht. Nein, dafür habe ich euch nicht meine Mächte anvertraut. Ihr tut nicht recht. Noch nie hat jemand das Gewehr zum Schuldigen erklärt, wenn jemand durch die Kugel starb. So bin nicht ich, die Sprache vor Gericht zu stellen, sondern all jene, die meine Kunst als böse Waffe einzusetzen wissen, die Mündung gerichtet gegen schuldloses Glück. Worte als Kanonen wider Willen, Worte gegen Menschen, zum Teil tödlich. Ihr schießt auf eure Liebsten, auf eure Familien, auf Völker, auf die Welt. Warum müsst ihr etwas zutiefst Friedliches zum Mörder machen? Ich bin die Sprache.